in Haspe in einem Industriegebiet und bekämpfen hier gerade einen Filterbrand. Ja, wir hatten zu Einsatzbeginn eine sehr starke Rauchentwicklung, weil die Filteranlage mit einem Außenkamin direkt abgeführt wurde und im Bereich der Filteranlage es zu einem Brand gekommen ist und wir erst im Verlauf des Einsatzes die Filteranlage komplett auseinanderbauen mussten, um an die letzten Glutnester dran zu kommen. Und im Einsatzbeginn war es also so, dass wir eine extrem starke Rauchentwicklung hatten, die wir nach einer Vornahme des ersten Rohres aber doch relativ schnell auch eingedämmt haben. Wir haben also aufgrund der doch sehr schnellen Auflösung der Rauchwolke verzichtet auf Messeinsätze, weil wir halt gesehen haben, nach Vornahme der ersten Rohre führte es doch zu einem entsprechenden Erfolg, sodass eigentlich im Nachgang mehr Wasserdampf als wirklich schädliche Rauchentwicklung ausgeprägt wird. In jeder Zeit des Einsatzes bestand erstmal keine Gefahr. Es war halt eben nur so, dass wir durch diese Sogwirkung natürlich auch den Wasserdampf ganz schnell entsprechend nach draußen kriegen. Also von unserer Seite her haben wir die Maßnahmen so entsprechend umgesetzt, dass wir zeitnah die Rauchentwicklung eindämmen konnten, was natürlich dazu führte, dass wir auch auf der Anfahrt schon die Rauchentwicklung gesehen haben. Wir waren mit dem Löschzug 1 und der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Haspe hier direkt an der Einsatzstelle und haben die Wache der Berufsfeuerwehr in der Innenstadt durch zwei Löschgruppen besetzt. Ich schätze, dass wir so insgesamt mit 35 bis 40 Einsatzkräften hier vor Ort waren. Es gab keinen Personenschaden. Von Seiten der Betriebsleitung ist das Objekt entsprechend zeitnah geräumt worden, sodass wir also in der Hinsicht uns einzig und allein um die Brandbekämpfung und nicht um noch Verletzten oder Evakuierungsmaßnahmen kümmern müssen. Also. Vielen Dank. Zwei Fehler auf, weil du den oberen nicht brauchst, sondern nur den unteren. Da trägst du dann die Zehen oder so. Ich habe nur 204 für leere Ladungsträger, 205 für volle. Wenn ich jetzt hier mal die Minustemperatur auf ins Lager gehe. Ja. Naja. Ich brauche mal eine zweite Meinung. Was ist das hier? Zweite Meinung. Auto. Ich habe die Kiste. Ich muss mal. Thank you.
Ich muss auch nicht. Ich bin ja frei. Ich bin ja frei.